So, dann würde ich mal sagen, auf in die Klapse. Wir haben die drei Knochenpuppen für die Dame, oder? Ja, ich glaube schon. Warte mal, ich gucke nochmal nach. Ja, wir haben noch die steingehauene Puppe und... Warte mal, müssten wir nicht zwei haben? Bist du die andere? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das sind es gemeinsam. Okay. Steingehauene Puppe und Schlüssel und... Also genau, wir, ach ja, wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch in die dritte Etage und da wird die dritte Puppe rumliegen, oder? Oh, ja, das könnte sein. Dann gehen wir mal in die dritte Etage. Voilà. Ich habe ja ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt meinen... Ich habe jetzt meinen quasi Nahkampf-Berserker-Modus und ich habe einen neuen Perk, den hast du ja schon. Tötet die Eindringlinge! Oh, Mann, oh da schaut einer raus. Was will die denn? Seit wann begrüßen einen die denn schon? Boah, ich habe ziemlich viel Leben verloren. Du hast Leben verloren? Warum? Ja. Was hat die gemacht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ach, da kommt. Der brave Hund. So, das heißt jetzt in die dritte Etage sollen wir jetzt, ne? Boah, was ist das? So. Dritte Etage, lass mich raten, jetzt muss ich einen Schlüssel benutzen. Lass gucken. Jo. Da kommt wer? Kleine Engelchen! Da guckt auch einer von links um die Ecke, glaube ich. Ja, ja, da okay, ist einer, ich nicht getroffen. Da ist einer drinne. So. Hab ich dich getroffen, sag mal, als du Leben verloren hast? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab keine Ahnung. Wow, ist das. Ich geh mal wieder zurück. Lass mir mal rückwärts. Lass dir mal um die Ecke kommen. So. Da ist noch einer. Ach so. Ich renne rein, er rennt raus, so muss das so, ich gebe ihm ein bisschen von meinem Gift. Nein, das ist Säure. Das ist der nächste, ich warte mal wieder. Sag mal, mit was sprühst du da eigentlich rum? Mit einer, mit Duft, die duften dann ganz frisch. Ja, alles klar. So. Da ist noch irgendwo einer. Was suchen wir eigentlich? Wir suchen eigentlich die dritte Statue. Hier ist eine Kiste. Wollen wir da runter? Ne, da wollen wir eigentlich nicht runterhopsen. Ne? Da bricht man sich nur die Gräten. Ah, da hinten ist wieder was. Da sehe ich was Schönes. Wo? Gefängniszellenschlüssel habe ich gefunden. Okay, dann nehmen wir den auch mit. Was ist das hier? Was ist denn da los? Ich weiß nicht, ich habe ein Simulacrum hier von. Irgendeiner krakeelt da draußen rum. Komm, wir gehen mal wieder rein. Ja. Da sind sie. Laman! Juhu! Oh, schade, der ist nicht reingekommen. Aua! Okay. Okay. Also, das war mein zweiter Perk. Er kommt noch nicht. Achtung. Mach du mal kurz. Okay, ich bin jetzt mal rein. Scheiße. Ich mein Ding. So. Was auch immer das macht. Da ist noch eine Geister. Na, das sind meine. Nicht auf mich schießen, bitte. Was hast du denn da? Was ist denn das? Das ist in Verbindung mit dieser komischen Knarre, die da so... Ah, okay. Du hast einige interessante... Ich glaube, wir haben die letzte... Ja, wir haben die letzte Statue gefunden. Steingehauene Puppe. Jetzt haben wir drei Stück davon. Ja. Genau genommen, eine haben wir schon abgegeben. Das heißt, jetzt können wir runter in den Keller. Oder da ist auch irgendwas. Da ist auch irgendwas. Eine Tür. Eine wahrscheinlich wichtige. Die lachen so. Was ist das denn hier? Das ist ja mysteriös. Irgendwie wechseln wir gerade. Interessant. Ja, die freuen sich, die lachen so. Wer denn?
Ja, die Verrückten da. Wo sind wir denn jetzt bitte? Was ist das für eine Musik? Ich hab keine Ahnung, was los ist. Das kennst du auch nicht, oder? Nein, ah, da ist was zum Essen, zum Sammeln. Okay. Gehen wir mal hier oben rauf. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte, wie es hier aussieht. Das ist relativ klein hier. Oh, das gefällt mir gar nicht. Nimues Zufluchtsort. Wer ist Nimue? Ich weiß es nicht. Ich grapsch da mal nicht an, ja? Ich meine, eigentlich ist es ja ein komplett falscher Ort, wo wir hier sind, ne? Aber wenn wir schon ja, mal... Ja, aber... Ganz wenn egal. Wenn wir schon mal da sind, können wir uns das auch angucken. Genau. Ah. Oh, wieder was. Was zerklopfst du denn da oben? Ja, ich sammle bloß Dinge. Oh, da ist ein Ding. Irgendwas zum Auswählen. Da ist ganz was Eigenartiges. Trink du mal raus, das ja, ist sehr erfrischend. Ich nehme erstmal einen Schluck hier. Was habe ich jetzt gemacht? Was ist jetzt passiert? Ich glaube, da wird man sich erfrischt oder was? Ich habe keine Ahnung. Oh! Ich glaube, das ist Heilung. Okay, dann hätte ich mir die Heilung sparen können. Falls das nicht Vergiftung ist. Vorsicht, rechts geht's weit runter. Was ist denn das hier? Ja. Oh! Da habe ich ein Bild gesehen von der. Ist das eine nette? Ja, sie ist grün. Wenn ich drauf ziele, ist sie grün. Okay. Gehen wir mal gucken, was die gute. Faszinierend. Es scheint, dass diese verdrehte Welt noch stets voller Überraschungen ist. Ich begrüße dich also und heiße dich im Reich der Fae willkommen. Oder was davon übrig geblieben ist. Ich bin Nimue, Handwerkerin, Seherin, Göttin der Fae und Beraterin des einzig wahren Königs. Jedenfalls war ich das. Dennoch ist es meine Gabe, zu sehen, was nicht zu sehen ist, und zu schmieden, was nicht geschmiedet werden kann. Was also bringt dich vor mich, seltsames Wesen? Okay. Hast du gehört, was die gesagt hat? Ja, wir kriegen epische Ausrüstung. Also, nee, sie hat gesagt, ich suche nach einer Freundin. Also ich sage, ich suche nach einer Freundin, jemand wie ich, namens Clementine. Na gut, so. Scheint der Hauptquest zu sein. Wie du? Sagst du? Du bist ein einzigartiger Geschmack, seltsames Ich bin überhaupt kein Geschmack. Mir unbekannt. Deine Form jedoch. Ja! Sie kommt mir bekannt vor. Ich habe diese Clementine vielleicht in Träumen und Visionen gesehen. Sie trägt deine Form, ja. Aber sie schmeckt anders. Mächtig. Oh, leider nicht. Ich habe sie in einem Königreich von großer Autorität gesehen. Das voller Türen und Möglichkeiten war. Aber ich erkenne es nicht und kann den Weg nicht finden. Nicht hier, nicht so, wie die Dinge sind. Du bist nicht die einzige Seele, die Antworten sucht. Es gab noch jemanden, ein Bewohner dieser entzweiten Königreiche. Und meine Antworten an ihn waren dieselben, die ich jetzt dir gebe. Du bist als Beute gekennzeichnet,
wie eine grasende Bestie in den Augen einer Kreatur, die anders ist als alles in dieser entzweiten Welt. Die einst wunderschöne Nachtweberin. Okay. Wenn sie dich findet, dann wirst du nicht überleben, es sei denn, du jagst sie selbst. Finde sie, seltsames Wesen. Bring das Herz von einem ihrer jüngsten Opfer zu ihrem Reich und töte sie, bevor sie zur Jagd auf dich ansetzt. Ich kann dich in ihr Jagdgebiet bringen. Das ist die einzige Hilfe, die ich dir anbiete, auch wenn es dir mehr Probleme als Hilfe bringen wird. Hast du das mitgekriegt? Ja. Also, die will uns ins Jagdgebiet der Nachtweberin bringen, damit wir sie erlegen. Aber ich würde sagen, wir sind in der Klapse noch nicht fertig, oder? Ja, aber ich glaube, man kann sowieso immer überall hinreisen. Also, ich sag mal kurz, ich frage sie mal kurz ein bisschen aus und dann würde ich sagen, machen wir erst in der Klapse das zu Ende. Also zumindest ja, okay. Geben wir die drei Statuen ab. Sei gewarnt! Im besagten Jagdgebiet herrscht nur Chaos und Zwietracht. Dort gibt es mehr zu fürchten als nur die Kreatur selbst. Bereite dich gut vor. Ja, und wir sind nicht gut vorbereitet, denke ich. Eine Göttin, seltsames Wesen. Die ewige Göttin der Träume. Geliebt und glorifiziert von allen Fällen. Leider ist sie nicht mehr. Als unsere Welt verdorben wurde, wurde auch sie verdorben. Wir alle sind in diesem verdammten Königreich verloren. Finde ihr Nest. Es wird ein Ort von unermesslichem Kummer und Leid sein. Tatsächlich musst du ihre Behausung bereits durchquert haben, um ihr Mahl erhalten zu haben. Mein Problem ist jetzt, ich kann gar nichts anderes auswählen, außer ich bin bereit. Ja, ja, wird schon passen. Hab ja mal geboten da, so, bam. Nee, okay, na dann bin ich halt bereit. So sei es. Ja. Lebe wohl, seltsames Wesen. Super. Und tschüss. Ich wollte doch in die Klapse, da gehör ich doch hin. Na mal gucken. Abenteuer. Vielleicht können wir zurück in die Klapse teleportieren, mal gucken. Wo sind wir denn hier? Das ist wieder, das eigenes Gebiet. Also wenn du willst, können wir wieder zurückgehen. Ja, komm, dann erstmal zurück in die Klapse. Wir haben ja noch diese drei. Ja. So, warte mal, nicht zur Station. Wie kann ich denn das jetzt auswählen? Warte mal. Nervenheilanstalt, da. Weil die komische Tante in der Zelle hat nämlich auch von der Nachtweberin erzählt. Kannst du dich erinnern? Ja. Jetzt hätte ich mir den Ort vielleicht mal merken sollen, wo wir da gerade waren. Aber na gut. Jetzt kannst du eh wieder dahin. Ja. So, dann nochmal da rein und in den Keller. Ja. Kuckuck. Wo ist denn die Uschi? Ich habe einen Geist gesehen. Da ist er noch wieder. Ich habe auch einen Geist gesehen. Den hast du auch gesehen da hinten, ne? Ja. So, warte mal. Wir müssen runter in den Keller. Ist das da sicher? Natürlich ist das sicher. In diesem Spiel ist es immer sicher. Hau. Da hast du. So, wer steht denn da? Hast du da was? Naja, du machst das schon. Ich guck mal ganz kurz hier draußen nach, was hier so ist, ja? Ja. Kann nicht zurück. Kann nicht nach Hause. Halt doch mal still. Aua, hier ist wieder eine Uschi. Sie kommt. Der redet. Wer redet?
Der Typ da, der am Tor unten sitzt, der quatscht so blöde Sachen. Kann man den anlabern? Oh, den kann man anlabern. Warte mal. Die Nachtweberin. Sie kommt. Die Nachtweberin, genau. Der quatscht, ja. Nämlich, die quatscht nämlich alle von der Nachtweberin. So, warte mal, wo ging es denn runter in den Keller? Weißt du das noch? Oh, guck mal, was hier liegt. Verdammt! Das ist überhaupt nicht richtig. Hier ist ein Tresor. Oh. Mit einer Nummer drauf. Da ist was zum Lesen. Ja, dann. Ich lese mir mal das. Nein! Wer denn da? 2, 5, 6, 3, verursacht leichte Änderungen. Patient Nummer 183, stärkere Augenaktivität und schnellerer Puls. Weiterhin keine Reaktion auf verbale Kontaktaufnahme jeglicher Art. Ich empfehle, die Dosis auf 48 Milligramm pro Tag zu erhöhen. Patient 47 hatte heute einen weiteren Anfall. Ich empfehle 2 Tage Elektroschocktherapie in einem Vorfall zu versuchen. Levin muss über diese Änderung persönlich in Kenntnis gesetzt werden. Er ist in letzter Zeit die Angewohnheit, schriftliche Anweisungen zu vergessen. Wo steht denn das hier? Guck dich mal in dem Raum um, ob wir hier was finden. Also ob du hier eine Nummer findest. Dabei habe ich nichts gesehen. Das dritte Mal diesen Monat, daher wurde entlassen. Ich werde strikte Regiment der Medikamentierung einführen, muss Routine und Akribien, bla 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 bla. Soll man da draußen die Klappe halten? Da ist nichts drin. Ich krieg netterweise krieg ich Geld von dir. Yay! Ich hab da alles abgebaut. Sind durchgedreht. Aha. Hier steht aber nichts von einem Code drin. Was machst du da hinter mir? Ich baue die Bude ab. Ich merk das schon. Am Boden. Nee, da sehe ich auch nichts. Wo zum Henker? Da ist ein Bild von einer Kirchturmuhr oder so. Ja, guck, kannst ja mal gucken, was da drauf Turmuhr. Steht. Das ist überhaupt. Ja, ist nix. War da irgendein Item? Fängnis? Also, ich sehe hier. Da ist nichts drin. Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine Beschäftigungstherapie, dass ich hier dieses Ding durchlese. Ja. Okay, abgesehen davon erzählen sie wieder was von der Nachtweberin. Was ist nur los? Okay. Gut, also in dem Buch steht nichts drin. Haben wir irgendwo eine Zahl oder so? Nee, ne? Ich sehe da an den Wänden nichts. Nee, ich sehe da nirgends was. Okay, merken wir uns mal, an der Irrenanstalt ist eine Nummer. Nein. Alles zerkloppt, der Mann. Wahrscheinlich wurde sie von der Nachtweberin geholt. Lade nach! War mir ein Bedürfnis. Warte mal, hier ist doch irgendwie. Süßigkeit. Der will nur Süßigkeit. Sie kommen auf mich zu! So, hier draußen hatten wir Besuch gekriegt, den habe ich mal kurz weggeräumt. Arbeite da gerade mich durch. Warte mal, was ist das? Nee. Das ist einfach nix. Wo ging das denn runter? Da ist wieder der Geist. Warte mal. Der ist hier durch die. Der ist hier durch die Wand durch. Ich gehöre nicht hier. Überall Verrückte. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Warum haben Sie nicht unter Namen? Warum? Keine Ahnung, der Schlüssel hilft nichts. Ach so. Was gasst du denn hier rum? Ja, ich bin halt so ein bisschen. Tja, hier oben sind die komischen Viecher. Achso, der ist schon hin. Kann nicht schlafen. Es geht los. So, der ist auch hinüber. So, und da hinten ist die komische Uschi.
Bist du da? Ja, so ziemlich. Ich gebe ihr mal die letzten, die beiden Statuen, ne? Ja. Bist du es wieder, Fremdling? Ja, ich bin's. Niemand sonst kommt vorbei, um zu sehen, wie es wird. Immer draufhalten! So, ich habe etwas von dir. Was könnte es wohl sein? Sind das deine Skulpturen? Ja, tatsächlich. Ich dachte, ich würde sie nie wiedersehen. Oh. Durch die Welten verschieben und so. Wolfi, ich könnte auch die Tür hier aufschließen. Mach dich mal bereit, falls so die ähnlich durchknallt, wenn wir die Tür aufmachen. Auch? Ja. Sie sind sich so ähnlich. Doch verschieden. Wie die vielen Aspekte der Nachtweberin selbst. Jetzt erinnere ich mich. Der kleine Corny Barrow schlief und träumte schauerlich von Pfaden voller Zähnen unter gnadenlosem Licht. Die hat ein Ding weg, Wolfi. Zwei glänzende Kupferzähne aus neun sortiertem Kämmen. Die Zahlen auf. Sieben vergilbte Blätter aus einem vergessenen alten Buch. Stimmt. Der kleine Corny Barrow schlief. Nochmal bitte, ich hab mir das nicht gemerkt. Und als er schließlich wachte, blieb nur die kalte, vergessene Nacht. Ich schätze, das ergibt wenig Sinn, aber daran versuchte ich mich zu erinnern. Vielleicht war das der Code für den Safe oben. Eher glaub's an das ja nicht. Gefühl ja der Nachtweberin, als an ihre physische Erscheinung. Danke, Fremdling. So, Wolfi, soll ich die jetzt raus... Moment, hast du was zu schreiben, Wolfi? Ich habe in der Hand. Okay, ich spreche sie nochmal auf das Lied an. Nur ein altes Lied, das meine Mutter früher für mich sang. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat. Aber Lieder sind angeblich etwas, womit wir uns an Vergessenes wieder erinnern können. Ja, sing nochmal. Es fühlt sich nach der Nachtweberin an. Ja, Achtung, es kommt nochmal. Achtung, der Song kommt nochmal. Das bringt mich zwar in Verlegenheit, aber wenn du darauf bestehst... Ja, unbedingt! Der kleine Corny Barrow schlief und träumte schauerlich von Pfaden voller Zähnen unter gnadenlosem Licht. Zwei glänzende Kupferzähne aus neun sortierten Kämmen und sieben vergilbte Blätter aus einem vergessenen alten Buch. Also 2971. Corny Barrow schlief und hatte große 279, du Nase. Und als er schließlich wachte, blieb nur die Karte. Aber das reicht ja nicht, oder? Es waren vier Zahlen, also ein 1 war noch zum Schluss, also ein 2791. Ja. Können wir mal probieren. So, soll ich sie rauslassen? Ja, geht. Nun gut. Moment. Bist du... Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich bin ich. Oh. Okay, naja. Steinpuppe der Nachtweberin. Na das toll. Questgegenstand, okay. Hast du aufgeschrieben 2791? Ja? Ja. Wollen wir mal gucken, ob das geht? Ja. Achso, warte mal, bevor wir gucken, ob das noch geht. Ich gehe mal kurz hier an dieses Ding ran. Und hier könnte ich die Puppe benutzen. Oh. Oh weh. Oder auch nicht. Okay, es geht nicht. Okay, dann muss ich kein eigenes anderes Item sein. Warte mal, ich guck mir die Puppe mal kurz an. Nein. Steinpuppe der Nachtweberin. Das wird mich holen. Halt, sag dir mal, der soll die Klappe halten. Denk an etwas. Rede dich wach. Nee, da kann man aber auch nichts dran machen an der Puppe der Nachtweberin. Okay. Gut, 2791. Wir gehen nochmal ganz kurz raus. Ja. Und schauen mal, ob... Warum haben sie nichts unternommen? Warum? Wo müssen wir denn hin? Hier lang war das, ne? Ja. In den Raum hier. War das nicht einer? War das nicht oben? Da. Ah ja. Oh, da gibt's doch was Kaputtes. Ich guck mal, ja. Was war das? 2791?
Ja, 2791. 2791. Das war sie tatsächlich. Okay, dann vielleicht doch 2971. 2971? Ja. So, 2971. Ah. Ach, das war sie tatsächlich. Guter Mann. Jetzt muss ich erstmal. Hurra! Gesundheit. Da ist er erstmal drin. Oh. Eine was? Handfeuer. Was? Das ist eine. Oh, das ist ja eigentlich genau das Richtige für mich, weil ich will ja in den Nahkampf. Ist das eine doppelläufige? Ja, ne? 110, die ist gut, die nehme ich. Eine Schotti. So was. So, sehr gut. War genau das Richtige. Hurra! So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit der... Was machen wir mit der Statue? Was ist das für ein Hammer? Was ist denn das? So, das heißt jetzt im Prinzip zurück zum... Jetzt können wir an das Reich der Dingsbums, wie heißt sie? Nachtweberin. Ja. Oder was meinst du? Ja, können wir machen. Schauen, ob wir da überleben können, weil das ist ziemlich hochlevelig. Da sind wir Level 5 und beim anderen war glaube ich 8 oder 9 oder nee, war weniger, 7. 7 war es glaube ich. Na, wir können ja mal gucken, wenn nicht, dann gehen wir halt woanders hin. Ja, woanders hin sterben. So, warte mal. Wo wollen wir hin? Zuflucht des Orakels? Nee, wo war denn das? Verlassene Quarter? Nimues Zuflucht? Gemeinde Morrow? Lemark-Bezirk? Waren wir auch schon? Baumwoll? Ich glaube, das war der Zuflucht des Orakels, oder? Das ist schon mal da hin, ist ja egal. Ich geh mal gucken. Ja. Starkes Getränk. Woran hast du gesehen, dass das hochlevelig ist? Da sieht man oben rechts, also da steht jetzt verlassenes Quartier 7. Oben in der Karte. Ja. Und 7 ist dann das empfohlene Level. Aber das war es nicht hier, oder? Oder ist es richtig hier? Da kennen wir noch gar nichts, also wahrscheinlich. Wo war denn das? Wo waren wir denn zuletzt gewesen? Ich guck noch mal nach, warte mal. Ach so. Oder müssen wir wieder zu ihr hin und die muss ich da wieder hinporten? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, das war schon so ein Kristall. Wird doch schon eh das gewesen sein. So, die Nervenheilanstalt war es nicht. Reichweite des Ernters. Keine Ahnung. Verlassenes Quartier. Warte mal, die Nachtweberin. Nemo warnte mich davor, Herz eines Opfer der Nachtweberin zu erhalten. Das Herz eines Opfer der Nachtweberin zu erhalten. Wo muss ich das hin? Wo muss ich da hin? Ich gehe noch einfach mal zu Nemo, ja? Okay. Vielleicht kann die uns da einfach noch mal hinbringen oder so. Geh noch mal ganz kurz zu der Dame hin und gucke mal, ob sie mich da hinbringen kann. Und wenn nicht, müssen wir alle möglichen... Ich habe leider nicht aufgepasst, wo das war. Das seltsame Wesen kehrt zurück. Ja, ich kehre zurück. Ach so, warte mal, jetzt kann man. Nimues Kunstfertigkeit studieren. Jetzt kann man auch noch. Jetzt kann man auch noch bei ihr was kaufen. Was? Man kann zum Beispiel hier eine Fluchstation. Verhindert den Leidenszustand verflucht. Nee. Sowas will ich nicht. Was haben wir hier noch?
Eine Feennadel. Regeneriert 10 Mod-Energie. Nee, das wollen wir auch nicht. Das sind alles so Sachen, die... Pass gut auf dich auf. Die verflochtenen Königreiche sind eine Gefahr für uns alle. Beehrst du mich ein weiteres Mal mit deiner Antwort? So, ich hätte da ein paar Fragen. Ich sollte weitergehen. Mein Problem ist... Nee, wie so viele sie hilft uns nicht. Wesen. Also sie bringt uns da nicht nochmal hin. Ja, ich glaube, das war eh da, wo wir gerade waren. Meinst du? Ja, sicher, das war eh Stufe 7. Okay, na dann komm, gehen wir da mal hin und gucken uns da mal um. Gib nicht auf, okay, Inventar gucken. Ich bin mir sicher, dass du deine Freundin... Redet ihr nicht mit mir? So, jetzt kannst du mit ihr quatschen. Beehrst du mich ein weiteres Mal mit deiner Anwesenheit? Du musst Nimue... Aha. Ach, die anderen sind noch Fragezeichen. Das ist ja extrem. Was sind die anderen? Also die anderen sind noch unbekannt. Die anderen Sachen, die sie herstellen kann. Boah. Stürmer. So, bist du bereit? Ja. Ach, bis zum nächsten Mal. Ich muss mal weg von ihr. Geknackte Rüstungseffizient. So. Plus Rüstung, geknackte kritischer Nahkampfschaden, geknackte Schwachstellenschaden. Ich guck mal ganz kurz, was wir hier noch so haben. Bin gleich da. Kein Problem. Feuerrate, kritischer Nahkampfschaden haben wir schon. Was ist das? Verbrauchstempo. Ne, brauchen wir auch nicht. Okay, kann losgehen. Ist das aufregend? Ja, ich meine, da war ja auch ein Ausrufezeichen. Mich hat nur irritiert, das sah irgendwie anders aus. Was war das? Stufe 7 und was sind wir? Ich bin Stufe 3, glaube ich, kann das sein? Ich bin 8. Ja, aber ich bin ja eh im Ball, insofern ist das okay. Ja, ja, du bist unbesiegbar. So, also, dann mal hin da. Das müssen wir ja doch die Uhr, dieses Uhrenrätsel auch noch lösen. Ja, und wir so haben Sachen. Noch das Uhrenrätsel und wir haben ja auch noch diese komische Nachtweber-Dings hier. Keine Ahnung, was das ist. Gehen wir erstmal gucken, wie weit wir hier kommen. Schlupfenfalle, kriegen wir furchtbar aufs Maul. Oh je, das ist schon eine gute Ansage. Warum geht's denn hier schon los? Achso, tatsächlich, die haben schon irgendwie uns. Die haben uns schon gesehen. Aber wir können ja erstmal den Loot einsacken hier. Ja, da sind sie schon. Die ballern schon auf uns. Ja, fast. So, Nummer 1. Was machen die denn da? Ja, sie kommen. Zeigen wir es denen. Was ist das da hinten? Achso, da sind wir hergekommen. Hä, sag mal, wo sind die hergekommen? Ich glaube von da links. Ach hier, guck mal, hier. So. Die standen hier um die Ecke. Das ist natürlich idiotisch. Wo wollen wir denn hingehen? Ja, wir haben freie Wahl. Freie Wahl des Todes. Ja. Da hinten ist hier jemand. Da sind viele. 1, 2, 3, viele. Oh. Jetzt geht mal hinten den Mod. Oh. Ja, du machst das schon. Ich guck mir das mal an, wie du das... Kann es sein, dass die von hinten Hund? Kommen? Ach so, da, ich hab gar nicht gemerkt. Dein Hund hat da hinter uns was. Mal hier von wegen Stufe 7, die sind total luschig. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ja, ja, das sagt man, bis man weint. Da sind sie. Oh. Ich guck dir mal zu, du machst das. Verdammt nochmal. Da kommt der nächste. Super.
Ich bin großer Achter, oben sind auch noch welche. Ja, komm mal runter, Mädel. Ich geh mal schauen, was da ist. Oh, da ist ein Lernbuch. Lern mal schöne. Danke. Ja! Bravo. So, ich habe jetzt einfach mal meine Fähigkeit verwendet. Ich höre jemanden. Da oben ist irgendwas Dickes. Kommt der Dicke noch, oder? Ich bin mir nicht sicher, was da überhaupt ist. Da oben ist einer. Warte mal, ich achte du mal ganz kurz darauf. Ich gebe mal kurz den Lernpunkt aus. Wobei ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den reingeben soll. Arkanschlag klingt ja gut. Erhöht Mod-Aufbaurate für Nahkampfschaden. Von Nahkampfschaden, ich weiß es nicht. Ja, aber nicht. Da müsstest du eine Mod haben beim... Nee, ich glaube, das heißt, wenn ich mit einem Nahkampfangriff zuschaue, dann zuhaue, dann laden meine Mods schneller auf. Kann das sein? Kann auch sein, dass es allgemein ist, ja, dass dann alle betroffen sind. Weil eigentlich wisst ihr jetzt nicht, dass die Waffe mit einem Mod hat. So, ich hab mich nochmal aufgepimpt. So, wo gehen wir jetzt hin? Immer der Nase nach. Das ist ein Schwein. Was? Nein, tu ihm nichts. Doch, das war jetzt ganz was Wichtiges. Bist du da, Wolfi? Ja. Weil wir werden hier gleich auf eine Mütze kriegen. Ich werde da wieder... Ach, das ist schon wieder ein Schwein. Ja. Der macht wieder einer Spaß. Wolfi da hinten ist. Da kommt was! Juhu! Juhu! Hab ich das schön gemacht? Ja. Dein Hund brennt. Hurra, wir haben überlebt. War total einfach. Ich weiß gar nicht, warum da oben Stufe 7 steht. Total einfach. Irgendwo ballert da noch einer. Ah, ein Linksbums. Rückstoß. Was ist Rückstoß? Wolfi, das ist kein Schwein, das ist alles möglich, aber das ist kein Schwein, das kannst du mir nicht erzählen. Oh, da, schau, Schwein. Das ist kein Schwein. Der macht Oink. Ja, das ist kein Schwein. Der quiekt, wenn ich drauf hau. Wenn ich auf dich drauf haue, quiekst du auch. Ja. Ich geh mal kurz hier oben gucken, ja. Hier oben ist aber, naja, ein bisschen Geld ist hier oben. Komm wieder runter. Verhauen, aber da ist nichts drin. Komm, bis jetzt haben wir es gut unter Kontrolle, würde ich sagen. Ja, wir leben. Ich hab da. Oh, da kommen wir wieder von hinten. Oh, denn? Von hinten. Naja, da kommen sie. Ich warte mal, bis sie hier sind. Aua, mein Armer. Oh. Oh, es war fehl. So. Da unten ist noch alles nur ein Schwein. Das ist kein Schwein. Das ist andere Ding. Knurr. Ich würde so gerne den Hammer sehen, wie der reinhaut. Ja.